Ja, was war passiert? Unterwegs haben sich diese Klammern hier gelöst. Ja, die sind halt nicht mehr auf dem besten Stand. Man kann sie leider nicht mehr verstellen, weil die Schrauben verrostet sind. Ja, wie man hier sieht, haben sich die Hebel, die den Dach halt entsperrten Zustand nach oben halten, durch den starken Seitenwind, dadurch, wo der Dach geöffnet war, verbogen. Das muss ich machen lassen, also es biegt mal wieder zurück. Ja, und hier, wie ihr seht, fällt überall schon die Nieten. Hier sind alle Nieten drin. Ja, und hier vorne, das war halt das Problem. Der Verschluss hat sich geöffnet durch diese Jurgelei auf dieser Gravel Road. War der lose. Und das habe ich leider erst zu spät gemerkt. Und da war der Dach, naja, gut 20 cm geöffnet und plötzlich war er dann fast offen. Ja, es ist halt hier auf dem Stuart Highway extrem viel Seitenwind. Was habe ich gemacht? Ich habe zum Glück, wie immer, Spanngurte, Kabelbinder, Panzertape und so weiter dabei. Ich habe halt einen Spanngurt genommen und habe den über ein Dach, na, ich zeige euch das mal, über ein Dach, weil es hier auf der Seite leider keine andere Möglichkeit gibt, habe ich den am Trittbrett unten befestigt. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich keinen Spanngurt dabei gehabt hätte, wäre ich sehr aufgeschmissen gewesen. Dann hätte ich können nämlich mitten in der Pampa einfach stehen bleiben. Ja, und das wäre es gewesen. Naja, wie gesagt, eins müsst ihr euch merken, wenn ihr wirklich extrem Urlaub macht in Australien, sind so gewisse Sachen, die man dabei haben muss. Da sind ungefähr 10, 20 Sachen, die man beachten soll. Könnt ihr bei uns auf der Community oder unter ghostdryer.com oder de spezielle Beiträge dafür lesen. So die wichtigste Sache vorweg, wie gesagt, Spanngurte, Kabelbinder, Panzerband, ein gescheites Radkreuz. Ich habe zusätzlich noch einen Lüfter hier hinten drin, einen USB-Lüfter, einen USB-Hub halt für vorne die Stromversorgung und so weiter. Könnt ihr einfach nachlesen und bitte Beitrag liken und teilen. Das wird uns freuen. Vielen Dank und ciao.